Das wird jetzt ungemütlich. Das wird jetzt sehr ungemütlich. Aber wir müssen durch. Irgendwann muss man es ja machen. Auf geht's. Up, up, okay, and away. Okay, we got the bikes, and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money, too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street-level jack, and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Well, me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like finding Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Dein scheiß Berkeley, lass ihn stecken. Ja, klau den Helikopter aus dem Treibstoffdepot des Militärs. Die Tore öffnen sich für Militärfahrzeuge. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, sage ich da nur. Wir dürfen auf das Gelände des Militärs. Und ich sag mal so, das wird nicht so schön wie damals mit Ryder, als wir da diese paar mit Pistolen bewaffneten Feierabendsoldaten umgenietet haben, um da ein paar Kisten an Waffen zu klauen. Diesmal sind die Kämpfe ein bisschen ausgewachsener. Das wird von der ähnlichen Art, wie hier, als wir in Area 69 eingebrochen sind. Ja, und das waren dann schon recht ausgewachsene Kämpfe gegen M4-Bewaffnung. Und die werde ich dann wahrscheinlich auch zu Rate ziehen, meine M4. Die muss mir dann mal ein bisschen über die Runden helfen hier. Okay. Ich weiß gar nicht, wie genau das jetzt war. Ich glaube, hier ist dann irgendwo noch ein Patriot, in den wir steigen können. Denn wir haben ja gelesen, die Tore öffnen sich nur für Militärfahrzeuge. Huch. Schauen wir mal. Ah, siehst du mal, da kommt doch auch zufälligerweise schon eins. So ein Glück. So ein Glück. Hält der, wenn ich hier... Nein, er hält nicht. Okay. Der hat's eilig offenbar. Interessant. Komm, das nutze ich gleich mal aus. Schnell, 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 rein da. Ja. Lassen wir den einfach stehen, wo er ist, und dann hauen wir ab. War da nicht gerade noch ein Polizist? Man möchte ja meinen, der würde sich dafür interessieren, dass wir gerade einen Militärwagen geklaut haben, aber hey. Da bin ich wieder, ich habe was vergessen. Darf ich nochmal rein? Hallo? Ah, besten Dank. Oh, er hat es schon mitgekriegt. Na, Glückwunsch. So, jetzt wird's lustig. Also dann, es geht los. Wir haben jetzt schon alles am Hals und da oben steht der Skycrane. Wir müssen bloß noch hinkommen. Das wird jetzt unsere Aufgabe werden, hier heil durchzukommen. Und ich befürchte, wir werden auch die Polizei wieder gleich an der Backe haben. Alter! Ja, da sind sie schon. Da sind sie schon, und ich nehme vielleicht doch mal eine andere Waffe in die Hand, damit ich sprinten kann. Wo müssen wir denn hier hin eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo, oder? Wow! Arschloch! So geht das. Okay, da drüben sind noch mehr. Okay, die hätten wir auch. Schnell die Munition einsammeln. Ich hoffe, wir bleiben bei einem Stern, ehrlich gesagt. Ach ja, hier geht's durch. Na toll. Also dann. Yes, he. What you gonna do now? Zack. Oh, den treffen wir tatsächlich auf die Entfernung. Ist ja cool. Schön mit ganz vielen Schüssen in den Oberschenkel töten. Okay. Wo ist denn da noch einer? Ah, da oben. Ah. Hui, da macht er einen Abflug. Sonst noch einer?
Ja. Na? Kriegen wir es hin? Ja, wir kriegen es hin. Kurz Munition nachladen. Da sind immer noch welche. Ich sehe es bloß nicht wo. Na toll, das kann ich ja leiden. Wenn du hier stehst und nicht weißt, wo die Gegner sind. Ah, fuck. Na klasse. Ach, gleich hier vorne. Na, dankeschön. Also dann müssen wir die ganze Sache wohl oder übel noch ein weiteres Mal machen. Wir sehen uns auf dem Militärdepot wieder. Da sind wir wieder und erneut heißt es Kriegsspielen für uns. So, fangen wir doch mal gleich aus der Ferne an hier. Mal sehen, was wir alles erwischen können. Weißt du was, den hole ich mir mal mit dem Scharfschützengewehr vielleicht sogar. Ist eigentlich auch eine Idee, einfach das Scharfschützengewehr zur Hilfe zu nehmen. Mal sehen. Einer. Zwei. Eigentlich müsste es noch einen dritten geben. So. Hätten wir den schon mal weg. Okay, von wo aus schießt es denn auf uns? Haben wir da oben noch irgendwo einen? Ich sehe jetzt zumindest auf den ersten Blick keinen. Doch, da ist noch einer. So, Arschkrampe. Ansonsten scheint jetzt aber erstmal soweit frei zu sein. Okay. Dann können wir uns denen auf dem Boden widmen. Dem zum Beispiel. Sieh mal an, was hier los ist. Zis. Gut, hier drüben ist erstmal soweit klar. Schiff. It's my constitutional right, bitch. Was ist dein Constitutional Right? Leute umzubringen? Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Okay. Sieht gut aus. Ah, da ist noch jemand. Irgendwo. Ah, da hinten. So. War. Noch einer. Hätten wir den auch. Läuft gut, läuft gut. Okay, wir holen mal kurz die Muni hier. Ja, jetzt. Solange sie noch verfügbar ist. Okay. Oh, sieh mal an, ein Hufeisen. Das sind übrigens Sammelgegenstände hier in San Andreas. Ich weiß nicht, ob ich jemals alle Hufeisen gesammelt habe. Die sind teilweise an den unmöglichsten Orten, muss ich sagen. Wir sammeln das auf jeden Fall mal ein. Haben wir schon mal eins. Ist das nicht schön? Es gibt 50 Stück. Aber die alle zu sammeln ist, ja, anstrengend. Könnte man natürlich mit einem Guide machen. Aus dem Internet. Oh, sieh mal an. Bums. Hat es auch hinter sich. Hier hinten ist keiner mehr. Ach, man kann ja auch über den Seiteneingang rein, oder wie? Nee, hier ist zu. Okay. Wollten wir mal schauen. So, die Munition hier unten. Halt. Flammenwerfer, okay. Den hole ich mir jetzt aber nicht, weil Flammenwerfer ist nicht so meins. Ich mag Flammenwerfer nicht so. Ich habe lieber den Raketenwerfer, ehrlich gesagt. So, wir schauen erstmal kurz. Hier drüben steht einer rum, oben noch einer. So, den hätten wir schon mal. Den richtigen Moment abpassen, das ist alles, was man muss. So sieht ganz gut aus momentan. Ich hoffe, hier ist sonst keiner mehr auf dem Dach, auf dem unteren. Denn ich mache mich jetzt gleich zum nächsten auf. Okay, wir gehen mal in Deckung. Man hat zwei Kampfhubschrauber beschickt, um dich abzufangen. Nutze die Kanonenstellung, um sie zu zerstören. Na, Glückwunsch. So. Man gräbt alles aus, was man finden kann hier, um mich aufzuhalten. Dann wollen wir mal. Nicht wahr? Also dann. Das war's für den ersten. Die haben es echt auf uns abgesehen, habe ich das Gefühl. Wo ist denn hier noch jemand, der auf uns schießt? Frage ich mich gerade. Die Kampfhubschrauber sind zerstört. Geh zum Heli und verdrück dich. Ach, da oben. Du Sau. Durch das Gitter durch. Du bist ein Arschloch. Okay, haben wir jetzt Ruhe oder ist hier noch einer?
Muni für mich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jawoll, wir haben den Heli. Begib dich zum Depot und hebe den Bankvan heraus. Benutze dazu die Winde des Helikopters. Num 2 und Num 8, okay. Schauen wir mal. Halt! Nicht dort dagegen fliegen. Num 2 und Num 8. Ja, wir müssen mal schauen. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Muss ich bloß noch schauen, dass ich den Heli nicht schrotte. Also jetzt, wo ich es geschafft habe, will ich natürlich ungern noch einen Fail draus machen. Denn das war der schwere Teil. Könnt ihr mal schauen hier. Mit Num 2 kann man das runterlassen. Jawohl, sehr gut. Das war auf jeden Fall der schwere Teil. Und jetzt sollte es eigentlich recht gediegen werden. Wir müssen bloß noch den Van ansacken und dann auf zum Landeplatz. Zum Flugzeug-Landeplatz. Denn die haben ja gesagt, dort wollen sie das Ding umlackieren. Wird nochmal eine kleine Reise, aber gut, von mir aus. So, wo ist denn das Depot hier? Müsste doch langsam mal kommen, oder? Das sieht mir eher nach Motel aus, nicht nach Depot. Ist auch so ein typischer Motelaufbau irgendwie, ne? Wie man das eben so aus Film und Fernsehen kennt, zumindest. Ist es das hier? Ja, das ist es. So, wir fahren schon mal das Ding weiter aus. Bremsen. Halt, ein bisschen nach oben. Oh, jetzt habe ich es aber ein bisschen sehr weit ausgefahren, kann das sein? Naja, egal. Okay. Auf nach Bonn. Mal kurz die Kamera ein bisschen justiert. Ist das kompliziert mit dieser Steuerung hier? Wenn an mehreren Ecken zugleich in seinen Händen sein muss. Hahaha, falsch rum. Bring den Bankmann zu dem Flugzeugfriedhof. Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Sehr gut. Erstmal hoch damit. Erstmal hoch. Der Skycrane sagt an. So. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wunderbar, den Kran muss ich ja soweit nicht mehr bedienen. Das ist schon mal schön. Ah, Höhe gewinnen bitte. Höhe gewinnen. Wäre ungünstig, wenn es jetzt noch verkackt wird, weil wir irgendwo mit dem Auto hängen bleiben. Das sieht aber sehr zittrig aus da unten. Kann das sein mit dem Magneten? Ich gewinne auch nicht so wirklich an Höhe, habe ich das Gefühl. Vielleicht doch ein bisschen schwer. Ich weiß es nicht. Schön vorsichtig fliegen auf jeden Fall. Schön vorsichtig. Wir wollen nichts verkacken hier. Nach oben. Jawohl. So, na dann, auf nach vorn. Man muss ja mit dem Ding sehr aufpassen, dass man eine gute Mischung aus vorwärts fliegen und trotzdem Höhe beibehalten findet. Weil eben, naja, Schubkraft doch sehr zu wünschen übrig lässt, habe ich das Gefühl, von dem Ding. Dieses Gezitter von dem Magneten macht mir echt Sorgen da unten. Das Ding stürzt ja gleich zur Seite weg. Gut, was soll's. Müssen wir durch. Okay, da drüben sollte es schon irgendwo sein. Hinter dem Gewerbegelände kann da doch gleich hinter dem Gewerbegebiet, ne? War doch, glaube ich, nur noch irgendwie so eine, so ein kleiner Bergkamm oder Hügelkamm und dann sollten wir es doch schon haben. Aber mal ehrlich, ist das jetzt der schnellste Weg, an dieses Ding zu kommen oder der einfachste? Ich meine, CJ musste gerade die Besatzung eines kompletten Militärdepots auslöschen. Zwei Kampfhubschrauber vom Himmel schießen und diesen Hubschrauber hier, diesen Skycrane klauen. Nur um diesen verdammten Van zu kriegen? Echt jetzt? Aber hey, wir wollen keine Leute gefährden. Nee, aber uns selber natürlich. So, da drüben haben wir es doch. Ziel fast erreicht. Was soll jetzt noch schief gehen? Ah, sehr schön. Bremsen. Bremsen. So, ein kleines bisschen noch vor. Nicht an Höhe verlieren. Ah, Gott, wartet mal, ich muss erst mal kurz hier das Ding ein Stück ausfahren.
Das sind so viele Steuerungselemente auf einmal gerade. Das ist zu viel. Wow, 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 wow. Was jetzt? Echt jetzt? Pass bloß auf, Alter. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Oh Gott. Wenn es daran scheitern sollte, das wäre ätzend. Na, du könntest mal ein Stück davon steuern vielleicht. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, jetzt. Ach, danke schön. Lande den Helikopter in der markierten Zone. Jetzt noch beim Landen abstürzen vielleicht. Das wäre natürlich der Höhepunkt. Aber das kriegen wir noch hin. Und dann fasse ich den Skycrane nie wieder an wahrscheinlich. So, runter mit dir. Hallo, runter. Ja. Dankeschön. Wunderbar. The job is done. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Na bloß gut. Das hätten wir geschafft. Und wie wir sehen, gibt es keine Vorbereitungsmissionen mehr. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich diese Aufnahme beenden. Die ging ja jetzt auch lang genug, muss ich feststellen. Oh, wir haben noch einen Anruf zu erwarten. Okay. Was gibt's denn? Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? You get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call when you got it. Alright. Genau, das wird nun auf dem Programm stehen, neben der Aufnahme natürlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich unsere kleine SM-Bitch verführt habe und wir endlich an die Keycard kommen. Und dann wollen wir natürlich auch Ken Rosenberg helfen. Und dann hier mal ein bisschen klar Schiff machen in Las Venturas. Also seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.